Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Augustusplatz hier in Leipzig, auf dem wir heute stehen, ist ein besonderer Ort mit bewegter Geschichte. Damals, 1989, setzte eine starke Zivilgesellschaft bahnbrechende Impulse. Heute ist diese Zivilgesellschaft wieder gefordert. Heute vor 26 Jahren demonstrierten hier mutige Menschen gegen Repressionen, gegen Unrecht. Sie wollten etwas verändern. Und das taten sie. Ein Monat später, am 9. November 1989, fiel die Mauer. Damals war es sehr spannend und man hat auch hinterher gemerkt, dass es lebensbedrohlich war. Das haben wir in dem Moment, wo wir da spazieren gegangen sind, gar nicht so empfunden. Aber das für mich ist ein ganz großes Gefühl. Ich bin eigentlich aus Berlin zum Studium nach Leipzig gekommen. Und der Tag war der Tag, an dem ich mich in diese Stadt verliebt habe. Und seitdem lebe ich auch hier. Ich finde es schon wichtig, dass man an sowas erinnert, damit es halt nicht nochmal passiert, damit man halt sieht, was wir erreichen können, wenn wir uns alle zusammensammeln. Ich glaube, dass es dieses Jahr einfach nochmal wichtig ist, weil ja zum einen das Thema, was uns jetzt alle in ganz Deutschland eint, das Flüchtlingsthema, vielleicht wieder sehr, sehr nahe gerückt ist. Und dieses Thema Zusammenrücken und einander helfen und was damals geschehen ist, ist einfach ja, brandaktuell, finde ich, heute. Ich. Tausende Flüchtlinge versuchen seit Wochen, über den Tunneleingang in Calais auf die britische Insel zu gelangen. Bei dem Versuch sind bereits zahlreiche Menschen gestorben. Marseille, Neapel, Rovigne, Venedig, Tel Aviv, Rom, Padua, Athen, Nicosia. Den Flüchtling, der hier ankommt, das sollte man aufnehmen. Das sollte man erstmal, unabhängig ob nach dem Zweiten Weltkrieg 6 Millionen aus den Ostgebieten hier angekommen sind. Und damals ging es allen sehr viel schlechter als heute uns. Oder ob Westdeutsche, Ostdeutsche aufgenommen haben. Das waren, glaube ich, auch mehrere Millionen im Laufe der Zeit. Oder ob wir heute syrische oder afghanische Flüchtlinge aufnehmen. Es geht in erster Linie darum, humanitär zu sein. Das Zielbild im Naturrecht ist nicht das menschliche Glück, sondern aufrechter Gang, menschliche Würde. Das ist eine gute Sache, die Vereinigung, und wir gehören zusammen, und ja, das muss man einfach demonstrieren. Gerade jetzt auf dem Hintergrund der ganzen Flüchtlingskrise. Ja. Ich fand das sehr schön, um zu sehen, wie die Bilder von jetzt, wie der Vergleich mit wie das hier in 89 war mit der Mauer. People have suffered a lot, so we are celebrating with you this day. Yeah, it's pretty good to share with you that beautiful day. Es ist schon ganz schön, jetzt hier dabei zu sein und vor allen Dingen diese verschiedenen Altersgruppen dann zusammenkommen zu sehen. Ich denke, solche Tage sind wichtig, um sich einfach daran zu erinnern und um diese friedliche Botschaft, die davon ausgegangen ist, diese friedliche Botschaft, dass die ja auch weitergetragen wird.